gerade Klöster haben ja einen großen Auftrag. Erstens ist uns in den alten Stiften Grundbesitz mitgegeben. Den gilt es gerecht zu verwalten. Und wir haben das Evangelium als Maßstab und die Verantwortung Gott gegenüber als Maßstab. Und von daher denke ich, dass es besonders bei den Ordensleuten auch erwartet wird, bei den großen Stiften zumal, dass sie uns da schöpfungsgerecht verhalten. Ich glaube, dass sich in Österreich die meisten Klöster sehr viele Gedanken machen, wie man ökologisches, schöpfungsbewahrendes Wirtschaften in die Tat umsetzen kann. Ich denke da etwa an ein Beispiel, wie viele Klöster haben schon eine Hackschnitzelheizung, um eigene Ressourcen gut verwenden zu können. Und es ist überall ein Thema, wo es Gärten gibt, wo es um die Einkaufsgerechtigkeit geht. Da würde ich schon sagen, dass Orden sehr viel tun, dass immer noch Luft nach oben ist, wie man heute so sagt. Das wird wahrscheinlich genauso da auch stimmen. Unser Hackschnitzellager. Die Hackschnitzel kommen aus der eigenen Produktion unseres Stiftswaldes oder der Bauernhöfe der Umgebung. Sie werden hier getrocknet. Wir haben dann eine Krananlage, die automatisch die Hackschnitzel aufnimmt, die benötigt werden, sie zu dieser Gosse bringt und der Stocker fährt dann in den Abständen, die die Steuerung vorgibt, die Hackschnitzel hinein in den Ofen, damit eben genügend Heizleistung vorhanden ist. Jetzt im Sommerbetrieb ist es sehr ruhig, weil etwas weniger Abnahme ist, im Winter ist da volles Geschäft herinnen. Das eigentliche Klosterdorf Michelbeuern ist rund um das Kloster entstanden. Und als wir unsere eigene Hackschnitzelanlage installiert haben, ist sehr bald die Gemeinde gekommen mit ihren Institutionen, Schule, Gemeindeamt, Feuerwehrhaus, um hier anschließen zu können. Aber auch der soziale Wohnbau in der Gemeinde gibt es zwei Objekte. Aber auch die Privathäuser haben sich dann sehr schnell mit der Idee angefreundet. Zuerst war eine große Skepsis da. Geht das? Kloster- und Energieversorgung, können die das? Und dann hat man das Praktische gesehen, das Ökologische gesehen und sich dann so Nachbar bei Nachbar dann dazu entschlossen. Wir sind jetzt auf unserem Landwirtschaftsgut in Schratteneck, so genannt, im Süden von Michelbeuern. Wir haben hier unseren Stall, unsere Landwirtschaft und eben auch unsere Biogasanlage, die ca. 100 kW an Leistung hat. Wir vergären hier unseren Grünabfall, wir vergären hier die Silo-Maisreste, die es gibt, und wir vergären hier die Stallabfälle, die es sozusagen gibt, Gülle und Mist. Und aus dem entsteht dann das Gas und dann der Strom in der Folge. Energie kostet auch Geld. Es ist immer eine Sache des Bewusstseins. Natürlich, wenn der Ölpreis einmal wieder billiger ist, dann kann es schon sein, dass die Fernwärme zumindest gleich oder etwas teurer ist. Aber es ist eigentlich vom Bewusstsein her wichtig zu sagen, wofür entscheide ich mich und nicht, was ist gerade das Günstigste. Sonst wäre nur Ölheizung geblieben. Wir befinden uns hier bei unserer Maschinenhalle der Landwirtschaft. Wir haben hier vor einigen Jahren eine Garage sozusagen, eine große, geschaffen und gleich das Dach genutzt. Für Photovoltaik sind 42,5 Kilowatt in der Spitzenleistung, versorgt so zwischen 15% und 20% unseres Gesamtstrombedarfs, der im Stift ja sehr hoch ist, würde also einige Haushalte versorgen können, diese Photovoltaikanlage. Das ist unser neuestes Stück, um hier ökologische Energie zu produzieren. Unseren Schülern sagen wir im Unterricht oder in den Rahmenbedingungen unseres Hauses, dass schöpfungsbewahrendes Wirtschaften möglich ist. Wir sind nicht überall Spezialisten, aber wir können auf einiges hinweisen, auf unsere ökologischen Energieherstellungsmöglichkeiten, und das wird auch in den Unterricht einbezogen, sodass Kinder sensibilisiert werden für den Wald, Energie für Generationen, für Biogas oder Photovoltaik, um hier zu lernen, wie man mit Abfällen umgeht, wie man mit den Grundnahrungsmitteln umgeht, wie man mit den Grundstoffen des Lebens umzugehen hat. Und unsere Gemeinschaft macht dann aus, dass wir dieses Gottsuchen nicht abkapselnd leben, nur konzentriert auf diese Frage, sondern eben in das praktische Leben übersetzen, wie wir mit Menschen umgehen. Wir übernehmen Seelsorge in der Umgebung, wir übernehmen einen Bildungsauftrag für die Region, für Erwachsene wie für Kinder. Und wir versuchen, unser Wirtschaften auch regional wirksam zu machen, aber eben auch schöpfungsbewahrend wirksam zu machen. Das ist unsere Hackschnitzelanlage, ältestes Stück unserer Energieversorgung auf neuem Wege, gemacht 1985. Wir haben eine Leistung von 1 Megawatt an Heizenergie, die wir für unser Stift und für 39 Haushalte in ein Fernwärmesystem von ca. 2 Kilometer Länge pumpen. Wir stehen jetzt vor unserem Ofen. Das ist der große Ofen, der also mit Hackschnitzel betrieben wird. Und dann haben wir hier den Pufferspeicher mit 32.000 Litern, der also immer auf Temperatur ist, sodass wir auch Schwankungen ausgleichen können oder auch manche Ausfälle kompensieren können.
Gerechtes Wirtschaften bedeutet für mich, der Gerechtigkeit in vielen Dimensionen gerecht zu werden. Das heißt, der Ökologie, der Schöpfungsverantwortung, dass wir auch der nächsten und übernächsten Generation eine Erde weitergehen, die lebbar bleibt, den Menschen gerecht wird, die versorgt werden wollen, die Arbeitsplätze brauchen, die auch Energie oder andere Dinge aus der Schöpfung nutzen möchten und die auch uns gerecht wird, unserem Auftrag als Kloster, die wir nach dem Evangelium leben, das übersetzt in die heutige Zeit. Wenn Gerechtigkeit möglichst viele dieser Dimensionen abdeckt, dann erst wird es ganzheitlicher.